Wenn jemand den Islam annimmt, wie ist das? Er macht sich Gedanken über die Beschneidung. Ist das gerechtfertigt, dass er sich diese Gedanken macht? Die meisten Gelehrten sagen, die Beschneidung ist Pflicht. Die meisten Gelehrten sagen, die Beschneidung ist Pflicht. Und ein Teil der Gelehrten sagt, das ist eine Sunna, liebe Geschwister. Aber auch die viele Gelehrte sagen, wenn ein Neukonvertierter kommt, der schon ein Erwachsener ist und er so eine Angst davor hat, so braucht er das nicht zu machen. So braucht er das nicht zu machen. Na, aber natürlich, wenn er es kann, und manche haben das gemacht, dann Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wenn er aber so eine Angst davor hat, dann ist er davon befreit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Das ist natürlich keine leichte Sache, die Beschneidung, liebe Geschwister. Das ist eine sehr schwere Sache. Und natürlich, Alhamdulillah, wenn man das im Babyalter bei den Kindern macht, dann ist das kein Problem. Aber wenn jemand schon 20, 25 Jahre alt ist, dann ist das kein Spaß mehr. Das ist schon sehr, sehr, man muss sich schon sehr überwinden, so etwas zu machen. Und die Gelehrten sagen, es ist verboten für einen zu denken, dass er unbedingt die Beschneidung braucht, damit er den Islam annimmt. Nein, das ist überhaupt keine Bedingung. Auch wenn er unbeschnitten den Islam annimmt, das ist keine Bedingung, dass er Muslim wird, sondern dass er den Islam annimmt mit der Shahada, macht ihn zu einem Muslim. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Bitteschön.